Vielen Dank für Ihr Interesse und herzlich willkommen zum Thema, wie bekomme ich Inhalte aus Social Media heraus. Konkret geht es also darum, wie kann ich Texte, Bilder oder Videos beispielsweise auf Facebook oder YouTube entfernen lassen. Wenn es sich um Texte handelt, muss ich mir da zunächst einmal anschauen, geht es um Tatsachenbehauptung oder Meinungsäußerung? Bei Meinungsäußerung ist es relativ schwierig, denn diese stehen unter dem Grundrecht der freien Meinungsäußerung, werden erst dann problematisch, wenn es sich um Schmähkritik oder Ähnliches sich handelt. Das jetzt mal so zusammengefasst. Bei Tatsachenbehauptung habe ich einen Unterlassungsanspruch, wenn es sich gegen eine Person oder ein Unternehmen richtet und diese Tatsachenbehauptung unwahr ist, also falsche Tatsachen enthält. Dann kann ich wegen dieser Tatsachen einen Unterlassungsanspruch durchsetzen. Bei Bildern und Videos geht es regelmäßig darum, dass die Abgebildeten nicht ganz einverstanden sind, irgendwo zu erscheinen, sei es, weil sie sich im Zustand nicht mehr vorhandener Geschäftsfähigkeit im Nachgang zu einer Partyveranstaltung befinden, sei es, weil sie gar nicht in der Öffentlichkeit so gezeigt werden wollen, beispielsweise in Badeanzügen oder Ähnlichem. Da ist es relativ einfach, denn jeder, der abgebildet wird, sei es in einem Bild oder Video, kann darüber entscheiden, ob er abgebildet werden möchte. Andersherum bedarf es stets und immer der Einwilligung der Abgebildeten, bevor diese auf Facebook gepostet bzw. auf YouTube als Video eingestellt wird. Es sei denn, es handelt sich um bekannte oder berühmte Persönlichkeiten. Wer das gerne nachlesen möchte, ist hier Stichwort § 22 und 23 Kunsturhebergesetz. Wenn also die Bilder, die Videos nun vorhanden sind, geht es darum, diese zu beseitigen. Und dann kommt es darauf an, kann ich den Gegner, den Anspruchsgegner ermitteln, denn gegen den habe ich nicht nur einen Unterlassungsanspruch, sondern darüber hinaus gegebenenfalls auch einen Schmerzensgeldanspruch. Wenn solche Videos, was wir immer wieder sehen, anonym bei YouTube eingestellt werden oder gepostet werden, dann muss ich gegen den Plattformbetreiber vorgehen. Der haftet nicht auf Schmerzensgeld, sondern auf Unterlassung nach dem sogenannten Notice- und Takedown-Prinzip, heißt Haftung ab Kenntnis. Das heißt, ich muss YouTube oder Facebook darlegen, warum das Video gegen Rechte verstößt, warum dadurch meine Rechte tangiert sind. Und dann ist ab Kenntnis YouTube oder Facebook verpflichtet, die Videos zu löschen. Das ist so die Vorgehensweise im Groben und ich hoffe, das hilft Ihnen schon mal ein Stück weiter. Wenn Sie darüber hinaus noch Beratung oder Vertretung wünschen, stehen wir Ihnen natürlich wie immer gerne zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.